Ja, moin und herzlich willkommen am Millerntor zur Pressekonferenz vor dem Hamburger Derby beim Hamburger SV am Freitag um 18.30 Uhr. Wir werden bei diesem Spiel von mindestens 5.600 Fans begleitet. Das Gästekontingent ist erwartungsgemäß doch relativ schnell ausverkauft gewesen. Möglicherweise gibt es noch mehr St. Pauli-Fans im Stadion, das werden wir dann sehen. Die Tickets waren natürlich heiß begehrt, dementsprechend war auch in den vergangenen Tagen bereits Thema in den Medien die Drittplattform, die Ticketbörsen, wo Karten zu überhöhten Preisen angeboten werden. Wir appellieren natürlich an unsere Fans, keine überhöhten Preise zu bezahlen und vor allem auch dort keine Tickets einzustellen. Unsere Ultragruppe USP wird gemeinsam anreisen und schönes Wetter ist auch noch angesagt. Es ist also angerichtet für dieses Spiel und ich freue mich sehr herzlich, dass Fabian Hürzeler da ist, unser Cheftrainer. Und es geht los mit der Frage, was du denn von dem Spiel beim HSV erwartest. Ja, moin. Ich glaube, dass wir gegen eine Mannschaft antreten werden, die individuell sehr, sehr gut besetzt ist, in allen Mannschaftsteilen individuell sehr gut besetzt ist, die viel über die spielerische Komponente kommt, aber natürlich auch sehr, sehr gut umschalten kann. Wichtig ist für uns, dass ja, wir da kompakt agieren, dass wir mutig agieren. Wir haben auch in den letzten Spielen gesehen, speziell die Gegner, die sehr, sehr mutig waren gegen den HSV, die waren meist erfolgreich, beziehungsweise haben etwas geholt und haben es den HSV sehr, sehr schwer gemacht. Und deshalb ja, ist unsere Prämisse auch, dass wir dort mutig auftreten wollen, dass wir auch den Ball haben wollen, nicht nur verteidigen und gegen den Ball arbeiten wollen, sondern bewusst auch unser Spiel auch versuchen durchzuziehen. Aber natürlich immer mit dem Wissen, dass der HSV mit einer Aktion, mit einer ja, individuellen Aktion Situation lösen können, die für uns Probleme bereiten können. Und deshalb ist es wichtig, Überzahl immer im Ball näher herzustellen, gemeinsam gut zu verteidigen. Ja, und der Rest macht dann hoffentlich die Emotion. Hey, danke schön. Dann würde ich jetzt eure Fragen einsammeln und da wir heute so zahlreich hier alle sind, würde ich euch bitten, dass ihr euch selbst einmal ganz kurz vorstellt mit dem Medium bei der ersten Frage und wir fangen hier vorne links an und gehen dann hier durch. Tim Eckert vom Millerntor. Fabi, Tim Walter spielt eigentlich ein sehr klares 4-3-3 oder lässt ein sehr klares 4-3-3 spielen. Davon war aber zuletzt in den letzten Spielen gar nicht mehr ganz so viel zu sehen, beziehungsweise auch nicht immer. Mal war es eine Dreierkette, es wurde mal ein flaches 4-4-2. Wie viel ist von diesem ominösen Walter-Ball eigentlich noch übrig beim HSV? Was genau mit Walter-Ball gemeint ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er seine Prinzipien in seinem Spiel hat, ist extrem viel Spielen und Gehen, ist viel Flexibilität. Deshalb glaube ich nicht, dass er unbedingt immer ein 4-3-3 spielen will, sondern dadurch, dass es so flexibel ist, diese Positionsänderungen vorhanden sind, bestimmte Räume belaufen, er lässt Räume frei, wo er reinlaufen will, wo die Spieler reinlaufen können, sollen, mit Ball, ohne Ball. Und dann sieht es einfach sehr, sehr flexibel aus. Und dann wird es mal eine Dreierkette, dann wird es mal eine Viererkette, dann wird es auch vorne immer unterschiedlich positioniert, aber es ist einfach, glaube ich, einer seiner Prinzipien, dass er extrem viel spielen und gehen haben will, dass er dadurch Unordnung beim Gegner provozieren will, ja, dass er bestimmte Räume belaufen will, bestimmte Räume auch freilässt, damit sie belaufen werden können. Und dann hat er natürlich auch, und die Positionen sind eigentlich klar besetzt, die Außenbahn, wo er dann meist gute 1 gegen 1 Spieler plus Speed bringt. Und dann hat er natürlich auch einen Torwart im Tor, der extrem weit spielen kann, der sehr, sehr gut auch am Ball ist, der mitspielen will. Und ja, ich finde, das hat alles Hand und Fuß. Er bleibt immer seinem Stil treu und zieht das durch. Und deshalb wird es eine schwere Aufgabe für uns. Ja, Carsten Harms, Hamburger Abendblatt. Es ist jetzt 3 Tage her, dass du deine erste Punktspielniederlage in dieser Funktion hast hinnehmen müssen. Wie hat sich deine Gefühlslage in den letzten Tagen dargestellt, auch dann mit Hinblick darauf, dass jetzt ein sicherlich nicht normales Spiel auf euch wartet? Ich habe gemerkt, oder mir wurde es wieder klar, wie schlecht ich als Verlierer bin, beziehungsweise, dass ich mit Niederlagen gar nicht gut umgehen kann, aber trotzdem, was haben wir gemacht? Genauso wie auch nach Siegen. Also wir haben das Ganze aufgearbeitet, wir haben der Mannschaft gezeigt, was gut war, was schlecht war. Wir haben natürlich auch gesagt,
dass der Ärger durchaus vorhanden sein soll. Die sollen sich bewusst ärgern, auch ich habe mich geärgert nach der Niederlage. Aber jetzt heißt es, diesen Ärger in positive Energie, in positive Emotionen umzumünzen. Und das war jetzt eine Nacht, wo man sich ärgern kann, und am nächsten Tag ging es schon weiter. Und deshalb, meine Gefühlswelt hat sich gar nicht geändert. Ich freue mich wie auf jedes andere Spiel. Natürlich ist es ein besonderes Spiel für uns, aber ich freue mich auch auf die anderen Spiele. Und deshalb bin ich sehr, sehr positiv. Das habe ich gestern auch der Mannschaft kommuniziert, dass es gar nicht darum geht, irgendwas oder irgendwie zu hadern oder irgendwas anzuzweifeln, sondern weiterhin Vertrauen in ihre Stärke zu haben. Sie haben viel richtig gemacht und sie werden auch am Freitag viel richtig machen. Dann gehen wir hier weiter in der ersten Reihe. So. Ja, Michael Ackermann von der Bild Hamburg. Fabian, ich möchte einmal auf den 19. August 2017 eingehen. Da hast du schon mal gegen Tim Walter gespielt, du hast sogar ein Tor geschossen, ihr habt gewonnen. Zwei Fragen dazu. Erstens, wie ist es so als ehemaliges Talent des FC Bayern, den FC Bayern zu schlagen? Und das Zweite ist, es gab ja dann zwischen euch als Trainer dann nicht so nur ein nettes Wort. Ich weiß, okay, das hat wohl schon danach eine Aussprache gegeben, aber trotzdem beschreib bitte mal, was hat das damals mit dir gemacht, dort gegen Bayern zu spielen, gegen Tim Walter, diese Nicklichkeiten vielleicht am Rande, und hat das noch Auswirkungen, was die Zuschauer am Freitag sehen werden? Ob das Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Prinzipiell kann ich sagen, dass Emotionen dazugehören zu dem Geschäft. Ich bin jemand, der immer gewinnen will, sehr ehrgeizig, und deshalb versuche ich immer, meine Mannschaft zu verteidigen, versuche immer, Spiele zu gewinnen, und dann kann es auch mal passieren, dass man emotional wird. Es kann am Freitag passieren, es kann auch die Woche drauf passieren, es hätte auch im letzten Spiel passieren können, deshalb mache ich da jetzt keine große Sache draus. Wir haben uns danach ausgesprochen, was ich schon gesagt habe, und ja, wir begrüßen uns nett am Freitag, wir haben einen guten Austausch miteinander. Und deshalb ist die Sache für mich vergessen. Trotzdem kann ich nicht garantieren, dass da gar nichts passiert. Wie gesagt, ich bin ehrgeizig, ich bin leidenschaftlich dabei, ich bin niemand, der sich verstellt. Und ich kann meine Emotionen auch nicht immer kontrollieren, auch wenn ich es größtenteils schaffe bisher. Aber wie gesagt, für nichts zu garantieren. Ja, als Ex-Spieler gegen seinen Verein, wo ich viele Jahre lang verbracht habe, ein Tor zu erzielen ist natürlich was Besonderes, keine Frage, aber viel wichtiger war mir damals der Sieg, kann mich noch erinnern. Haben wir 1-0 gewonnen mit dem gallischen Dorf, mit Pippinsried in München. Es war natürlich was Besonderes, und deshalb haben wir das auch gefeiert, zu Recht gefeiert. Ganz hinten, Sebastian, bitte. Sebastian. Sebastian Rieck vom NDR. Ich würde da kurz anschließen. Du bist da vom Platz geflogen in der 70. Minute, und ich habe die Bilder gesehen. Das Erste, was du gemacht hast, nachdem du dich kurz geärgert hast, ist, dass du rumgelaufen bist und sofort allen Leuten noch Anweisungen gegeben hast. Wie ist das, wenn man als Spielertrainer vom Platz fliegt? Du musst ja dann auch raus, kannst überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen. Ist das eine schwierige Situation? Ich glaube, Platzverweis ist im Prinzip eine schwierige Situation. Aber zu meiner Verteidigung, damals war ich Spielertrainer, das heißt, ich habe ja geschrien als Trainer und geschrien als Spieler. Da wurde ich immer doppelt bestraft. Und deshalb bin ich da relativ oft, nicht oft vom Platz geflogen, aber viele gelbe Karten gesammelt. Deshalb kam auch die Kartenstatistik zusammen. Das nur mal zu meiner Verteidigung. Und ja, ich habe dann Anweisungen gegeben, wurde dann aber auf die Tribüne verwiesen. Und dann bin ich hochgelaufen auf die Tribüne und dann von da weitergeguckt. Und meine Jungs haben es dann das sehr, sehr gut zu Ende gebracht. Es war nicht ganz souverän, es sah dann eher wie Handball aus am Ende der letzten 20 Minuten, da kann ich mich noch erinnern, aber die Freude danach war umso größer. Also wie gesagt, als Spielertrainer eine gelbe Karte zu bekommen, geht schneller als Trainer von außen. Das kann ich sagen. Deshalb nie wieder Spielertrainer. So, dann machen wir hier in der dritten Reihe weiter beim Kollegen von Südschammer hier. Ja, Fabian, du hast gerade schon den Tim, auch kurz Thomas Hürner SZ, sorry. Du hast ja gerade schon den Spielstil von Tim Walter geschildert und hast ihn ja schon vor einigen Jahren, bist du ihm begegnet. Wie viel erkennst du da an den Prinzipien wieder? Ist es zu 100% dasselbe oder hat er da wirklich auch sehr offensichtliche Modifizierungen vorgenommen? Genau im Detail kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie genau er arbeitet.
Aber natürlich, seine Prinzipien sind schon die gleichen geblieben. Ob er jetzt immer dieselbe Formation gespielt hat, weiß ich nicht so genau, habe ich es auch nicht verfolgt. Aber die Prinzipien mit Spielen und Gehen, bestimmte Räume freiziehen, den Gegner dadurch zur Unordnung provozieren, das war damals schon seine Idee, das ist auch heute seine Idee, also das ist definitiv gleich geblieben. Und ich finde, das ist auch einer der Stärken von Trainern, die einfach ihrem Stil auch treu bleiben und diesen auch bewusst verfolgen, weil dann erkennt man, dass er eine klare Idee hat und die auch durchzieht. Und das ist für mich einfach wichtig, dass ein Trainer eine klare Handschrift hat, ob das jetzt immer funktioniert oder nicht. Das haben wir dahingestellt, aber wichtig ist, und das ist auch für mich und mein Trainerteam wichtig, dass wir eine klare Handschrift haben, dass man erkennt, wie man Fußball spielen will, weil das gibt den Spielern einfach eine gewisse Klarheit auf dem Platz und dann auch einfach ist das viel, viel einfacher in der Umsetzung. Wenn du klar bist in den Prinzipien, wenn du nicht von Woche zu Woche änderst deine Prinzipien, sondern die immer wieder einforst, die immer wieder wiederholst in den Besprechungen, dann irgendwann wird das auch auf dem Platz sichtbar. Dann machen wir da gleich weiter. Ja, Felix Schröder, dpa, auch nochmal zu dem Spiel damals. Walter gilt ja auch als ein sehr ehrgeiziger Typ. Inwiefern stachelt ihn dieses Ergebnis oder diese Geschichte 2017 wirklich nochmal zusätzlich an? Mich oder ihn? Oder auch beide vielleicht? Das müssen Sie ihn fragen. Bei mir, die Sache ist schon sehr, sehr lange her. Für mich, ich habe mich damals sehr, sehr gefreut über den Sieg und würde mich jetzt am Freitag auch wieder sehr, sehr freuen. Hat aber keine Auswirkungen für mich, weil wichtig ist, Emotionen gehören dazu. Zu viele Emotionen sind nicht gut. Dann vergessen wir das Denken, dann vergessen wir die Klarheit über unser Spiel. Wir wollen Fußball spielen, wir wollen nicht irgendwelche wilde Sachen machen und deshalb Emotionen, ja, die werden automatisch kommen. Aber wichtig ist, dass wir strukturiert einen guten Fußball spielen. Gleich weiter, ja. Stefan Krause, Mopo. Fabian, personell sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Die einzige Frage ist weiterhin Erik Smith. Und ich wollte mal nachhaken, ob es da schon eine Tendenz gibt. Der ist ja gestern wieder ins Training eingestiegen. Tendenz positiv. Ja, klare Antwort. Dann haben wir vorne Frank. Ja, Frank Sorgatz, Regionalsport. Lead Paccarada hat bei euch ja zuletzt sehr zentral gespielt, war oft auch in den Aufbau mit eingeschaltet. Du hast die Außenmannspieler vom HSV angesprochen. Muss er seine Rolle am Freitag etwas ändern und etwas defensiver denken? Nein, also Lead ist im Aufbauspiel wichtig für mich. Deshalb rückt er mir wieder ins Zentrum. Wird auch weiterhin machen. Ist natürlich dann wichtig, dass wir im Umschalten einfach eine gute Positionierung haben und nochmal umschalten, das war gegen Braunschweig sehr, sehr gut. Wir hatten guten Zugriff, wir waren auch ballnah gut im Gegenpressen. Die Tore, die gefallen sind, sind durch schlechtes Anlaufverhalten von uns passiert und deshalb waren wir da einfach gut positioniert, waren auch gut im Gegenpressing. Wir haben gleich nur in der zweiten Halbzeit einmal was zugelassen nach Umschalten. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass das Lehrt da weiter ins Zentrum geht und gegen den Ball ist natürlich wieder als Linksverteidiger aktiv und da weiß er auch, dass mit Jatta wahrscheinlich einer kommt, der sehr, sehr viel Speed hat, der gerne noch in die Tiefe läuft, aber da ist er erfahren genug. Da werden wir ihm ein, zwei Szenen zeigen. Trotzdem hat er schon öfters auch gegen den HSV gespielt und er weiß dann auch, wie er verteidigen soll. Tim vom Millanton hat noch eine Frage. Nun ist ein Blick in die Statistiken, bei denen du ja sagst, die magst du nicht so gerne zeigen. Der HSV ist offensiv enorm stark, produziert pro jedes Spiel sehr viele Chancen, jetzt zuletzt nicht unbedingt. Defensiv sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Der HSV lässt nämlich auch relativ viel zu, ist da tatsächlich so eher im Liga-Mittelfeld anzusiedeln. Siehst du das abseits von den Statistiken in deinen Analysen auch so, dass der HSV vielleicht defensiv ein bisschen anfällig ist? Und hast du dazu auch einen Erklärungspunkt? Es spielt die bisher noch nicht gefundene Ersatz von Mario Vuskovic vielleicht eine Rolle? Weder David noch Montero, so ist es zumindest medial zu lesen, konnten da so richtig überzeugen in der Rückrunde bisher. Also erstmal, ich glaube, das steht mir gar nicht zu, da über einzelne Spieler zu urteilen vom HSV. Ich sehe es auch, dass sie einige Torchancen zulassen und das ist natürlich auch unsere Chance. Und das ist auch ganz klar, was ich der Mannschaft kommunizieren werde, dass wir auch den Ball haben wollen, dass wir mutige Ballbesitzphasen auch haben und dann auch Torchancen kreieren. Also wir wollen jetzt nicht nur reagieren auf das, was der HSV macht, sondern wir gehen bewusst dorthin,
Wir fahren dahin, um das Spiel zu gewinnen und auch zu agieren und nicht nur passiv zu sein. Und ein Erklärungsansatz kann sein, dass sie einfach sehr, sehr viele Offensivspieler auch auf dem Platz haben. Also immer mindestens 5. Ja, und das heißt, dass sie dadurch natürlich offensiv eine enorme Torgefahr kreieren können. Aber defensiv ist natürlich auch so, dass wenn du nur mit 5 defensiv denkenden spielst, letztes Spiel hat dann auch noch Reis auf 6 gespielt, dass dann natürlich der eine oder andere Raum da ist für uns, um den zu bespielen. Und da sehen wir auch unsere Chance definitiv. Und das versuchen wir auch auszunutzen. Weil wie gesagt, ich bin jemand, der gerne agieren will. Ich habe sehr, sehr gerne den Ball. Und das werden wir auch dort versuchen zu kreieren. Sebastian Rieck vom NDR hat noch eine Nachfrage. Wie ist das eigentlich so von der Emotion her? Das hast du eben schon angeschnitten, zu viel Emotionen ist nicht gut. Heiß machen wirst du ja wahrscheinlich keinen besonders machen müssen. Musst du eher ein bisschen bremsen, damit die Spieler nicht überpacen? Oder glaubst du, das läuft schon von alleine? Ich meine, das ist immer eine Kulisse. Wir reden oft von der Wucht des Millern-Tors und das ist nochmal die doppelte Menge, ne? Ich glaube, bremsen werde ich da niemanden. Wichtig ist, dass wir zusammen da reingehen. Ja. Und dieser Zusammenhalt ist sehr, sehr wichtig, diese Kompaktheit, dass sie wissen, dass mein Nebenmann, der mich unterstützt, dass sie wissen, da ist eine Bank, die mich unterstützt, dass sie wissen, wir können uns komplett gegenseitig vertrauen. Und das ist das, woraus wir auch die Stärke gezogen haben aus den letzten Spielen und aus der Rückrunde, dass es einfach gemeinsam geht und dieses gemeinsam unterstützen und dieses immer wieder füreinander da sein. Und das hat diesen Teamgeist auch entwickelt. Und deshalb sind sie auch in der Lage, solche Spiele beziehungsweise auch Phasen, wo es schwer wird, auszuhalten und mutig aufzutreten, weil sie sich einfach gegenseitig vertrauen, weil sie wissen, okay, da ist ein Nebenmann, auf den kann ich mich total verlassen. Und das ist das, was uns stark macht. Und davon werden wir auch am Freitag hoffentlich profitieren. Thomas Hörner von der SZ nochmal. Ja, Fabian, nachdem ja wahrscheinlich ein Großteil des Videostudiums schon vorbei ist oder abgeschlossen aus deiner Sicht, woran machst du denn vielleicht fest, dass der HSV zuletzt so ein kleines Tal durchlaufen hat, also ergebnistechnisch und in der Betrachtung auch leistungstechnisch? Also ich habe letztens ein Zitat gelesen von Sir Alex Ferguson. Er meinte, dass 80% sich im Kopf abspielt, und ich glaube, dass der Kopf eine große Rolle spielt bei allen Mannschaften, die jetzt auch oben dabei sind. Es ist einfach auch eine Drucksituation, eine andere Drucksituation, die Mannschaften unten haben. Trotzdem ist es auch eine Drucksituation. Der HSV will seit vielen Jahren aufsteigen, deshalb glaube ich definitiv, dass da auch etwas im Kopf passiert, genauso wie bei unseren Spielern. Da wird auch etwas im Kopf passieren. Wichtig ist, dass wir einfach ja diese mentale Stärke haben, dass wir diese Klarheit auch im Kopf haben, weil ich glaube, dass das auch eine große Rolle am Freitag spielen wird. Aber was genau da die Gründe sind, ob das spielerische, inhaltliche Gründe sind, auch das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was sich der HSV für das jeweilige Spiel vornimmt. Und deshalb, wie gesagt, kann ich da nicht zu viel sagen. Trotzdem glaube ich, dass sich im Fußball allgemein, und das ist eine allgemeine Sache, einfach extrem viel im Kopf abspielt. Und da muss man das auch einfach respektieren und da auch Lösungen finden. Wir gehen einmal auf die andere Seite des Saals. Einmal die Kollegin in der zweiten Reihe, bitte. Danke. Hi, Lynn Michiel von RTL. Ich habe 2 Fragen. Ich stelle erstmal die erste, dann die zweite. Pauli steht ja zurzeit richtig gut da und mit einem Sieg gegen den HSV jetzt am Freitag ist der Aufstieg ja wirklich zum Greifen nah. Wie sehr träumt ihr denn wirklich vom Aufstieg hier? Jetzt laden Sie uns erstmal das Spiel spielen und dann können wir uns nächste Woche nochmal unterhalten. Aber ich glaube, dass wir gut daran tun, nicht zu sehr in Träumereien zu verfallen, sondern bewusst uns aufs Spiel zu fokussieren, weil wir wissen, dass diese Spiele einfach harte Arbeit sind. Wir haben jetzt gegen Braunschweig das auch gesehen. Ja, wenn wir dann nur einen Ticken nachlassen, nur 1-2% weniger konzentriert sind, dann kann das auch nach hinten losgehen. Deshalb denken wir da sehr, sehr kurzfristig. Aber wie gesagt, wenn wir die Spiele dann gewinnen, dann können wir uns nochmal unterhalten nächste Woche. Machen wir. Es gab ja bereits über 100 Derbys zwischen dem HSV und St. Pauli. Da die ganze Stadt ist immer heiß. Das ist das wichtigste Spiel der Saison. Jetzt stehen die beiden Mannschaften punktenah aneinander. Inwiefern ist das denn jetzt vielleicht das wichtigste Derby aller Zeiten? Ich habe vorhin gehört, dass es schon sehr, sehr früh viele, viele wichtige Derbys gab. Deshalb
kann ich das nicht beurteilen. Ich habe das auf jeden Fall nicht aufgerufen zum wichtigsten Derby aller Zeiten. Ich habe das aufgerufen zu einem sehr, sehr wichtigen Spiel, auch zu einem wichtigen Derby, definitiv, auch für uns, auch für die Fans, für die Stadt. Und wir versuchen am Freitag den Abstand zu verkürzen, aber ich werde jetzt nicht aufrufen sagen, wir müssen das wichtigste Derby aller Zeiten gewinnen, definitiv nicht, sondern es ist ein besonderes Spiel, definitiv, trotzdem gibt auch das Spiel nur 3 Punkte. Wir werden die Mannschaft versuchen, maximal gut vorzubereiten und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Jörg Maruska, NDR. Fabian, du hast gesagt, der HSV hat Druck, weil die aufsteigen wollen und das ja auch klar kommuniziert haben die letzten Wochen, Monate. Siehst du auch Druck bei deiner Mannschaft? Denn ja, wo kommt er her? Oder ist es ein Vorteil, dass ihr vielleicht da etwas befreiter reingehen könnt in dieses Spiel? Also ich glaube, dass wir, das ist wichtig zu wissen, dass wir auch ein Verein sind mit Ambitionen. Ja, und wir wollen auch unsere Ziele erreichen. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass wir da einfach befreit reingehen und gucken mal, was passiert, sondern wir sind, wie gesagt, ein Verein, auch die Spieler sind Spieler, die ehrgeizig sind, die einfach Ambitionen haben, die was erreichen wollen und deshalb ist natürlich auch ein Druck auf unserer Seite, definitiv, und dann wird es auch entscheidend sein, was ich vorhin auch meinte, wie gehen wir mit dem Druck um oder welche Mannschaft kann besser mit diesem Druck umgehen. Wichtig ist, dass wir nicht reingehen und sagen, wir müssen dieses Spiel gewinnen, sondern dass wir reingehen und sagen, ja, es gibt bestimmte Inhaltsziele, die wollen wir erreichen und die müssen wir auch erreichen, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten, aber ich werde definitiv nicht sagen zu meiner Mannschaft, wir müssen dieses Spiel gewinnen, sondern eher arbeite ich damit mit Zielen, die sie beeinflussen können auf dem Platz und deshalb ist Druck definitiv auf beiden Seiten vorhanden, wer jetzt den Druck mehr spürt oder weniger spürt, das vermag ich nicht zu beurteilen, wichtig, und das habe ich auch vorhin gesagt, ist mental stark zu sein, dieses Gefühl von Zusammenhalt zu haben und das auch auf dem Platz vermittelt zu bekommen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Tim vom Millanton. Schauen wir nochmal in den spieltaktischen Bereich. Du hast vorhin gesagt, dass dein Team gerne den Ball hat, dass du gerne den Ball hast. Nun könnte aber gerade das gegen den HSV einer der schwierigeren Punkte werden. Der HSV ist das Team mit dem meisten Ballbesitz in der Liga, ist selber sehr spieldominant. Wenn man das mal vergleicht mit den letzten Spielen, wo euch ja der Ball eher überlassen wurde, in vielen Zonen oder in der eigenen Hälfte und ihr eben eher Lücken im Defensivverbund finden musstet, ist das ja jetzt, dürfte sich das Spiel ganz anders darstellen. Wie bereitest du dein Team darauf vor? Ist das eine komplett neue Situation für euch in der Rückrunde oder wie schätzt du das ein? Ich glaube, komplett neu nicht. Also auch in der Rückrunde haben uns viele Mannschaften hochgepresst. Auch da haben wir teilweise, wie ich finde, wirklich gute Lösungen gefunden. Natürlich noch nicht optimale Lösungen. Aber wichtig wird sein, dass wir auch mutig von hinten raus spielen, ja, dass wir nicht nur lange Bälle schlagen und versuchen, den zweiten Ball zu gewinnen. Und deshalb ist der Fokus natürlich auch in der Woche gewesen, beziehungsweise in den Trainingseinheiten, die wir haben, von hinten heraus flach zu öffnen, spielerische Lösungen zu finden. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir es schaffen, auch dort den Ball zu haben. Ja, wir haben auch in Magdeburg, die auch extrem spielstark sind und viel Ballbesitz haben. Ich weiß nicht, ob wir sogar mehr oder zumindest gleich viel Ballbesitz hatten dort in Magdeburg. Und das wird auch wieder der Anspruch sein gegen den HSV, ja, dass wir auch bewusst den Ball haben wollen, um agieren zu können. Weil wenn wir nicht den Ball haben, dann müssen wir reagieren. Und meine Mannschaft und meine Spieler sind auch Spieler, die den Ball haben wollen, die auch Fußball spielen können. Und das versuchen wir am Freitag auf den Platz zu bringen. Sebastian Rieck vom NDR nochmal. Wir haben gestern mit Jackson gesprochen und der hat gesagt, trotz all dieser großen Spiele international und WM und so weiter, die er gemacht hat, ist das Derby bei ihm immer noch so gut wie ganz oben. Wie ist es denn bei dir, wenn was so die Vorfreude auf so ein Spiel angeht? Ist das schon ein deutlich anderer Schnack als viele andere Spiele? Ja, ich kann es nur nicht beurteilen, wie das dann sein wird. Am Freitag erlebe ich ja zum ersten Mal. Ich habe einige Derbys in München als Spieler erlebt. Da war schon immer was Besonderes, wenn Stadion ausverkauft ist, wenn ja da zwei Fangemeinden aufeinandertreffen, die sich jetzt nicht unbedingt mögen. Es ist einfach was Besonderes. Emotionen sind vorhanden, Leidenschaft ist vorhanden. Aber wie Jackson das schon sagt, das wird definitiv ein besonderes Spiel. Es wird ein Spiel, was auch die Massen elektrisiert. Also auch von mir kommen einige Freunde
aus München nach Hamburg, um sich einfach dieses Spiel anzuschauen. Und deshalb, ja, im Umfeld merkt man schon, dass da was knistert. Aber bei mir ist im Moment noch innerlich alles sehr, sehr ruhig. Wie das dann am Freitag aussehen wird, das kann ich dir dann nächste Woche sagen. Sven. Sven Töllner von Sky. Fabian, der HSV hat den teuersten Kader der Liga. Ihr steht aber eigentlich ungefähr gleich in der Tabelle da. Findest du, dass der HSV-Kader und dein Kader so um und bei dieselbe Qualität haben? Gute Frage. Also ich glaube definitiv, dass wir einen Kader haben, auch mit den Neuzugängen, die wir im Winter bekommen haben, dass wir wirklich einen sehr, sehr guten Kader haben. Ja, auch individuell sehr, sehr gut besetzt. Und dann ist es halt einfach wichtig, aus diesen individuellen Charakteren eine Mannschaft zu kreieren. Und das ist das Entscheidende. Und da liegt es einfach viel am Trainer, auch an mir, aus diesen individuellen Charakteren, die einfach Persönlichkeiten auch sind, die unterschiedliche Stärken haben, herauszufinden, okay, wer ist auf welcher Position am stärksten, in welchem Raum fühlt er sich am wohlsten. Und das sehe ich als wichtige Kompetenz auch als Trainer an. Und deshalb ja, versuchen wir das Woche für Woche, ob jetzt der Kader vom HSV stärker ist als unser Kader. Nur weil er teurer ist, vermag ich auch nicht zu beurteilen. Ich sehe meinen Kader sehr, sehr gut an. Ich habe großes Vertrauen in meine Spieler und ich sehe sehr, sehr viel Potenzial. Ich sehe auch immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, A, bei den einzelnen Spielern, aber natürlich auch im Großen und Ganzen, was mannschaftstaktisch angeht. Deshalb, wir sind noch lange nicht mit der Entwicklung fertig, mit dem Prozess. Haben wir jetzt auch gegen Braunschweig gesehen, dass uns da noch etwas fehlt. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass wir mit dieser Mannschaft uns vor keiner anderen Mannschaft verstecken müssen. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Magst du noch einmal erzählen, wie der Ablauf ist bis zum Spiel am Freitag? Klar, wenn es euch interessiert. Ich fürchte ja. Ja, wir treffen uns an der Kollaustraße und da werden wir eine kleine Aktivierung abhalten und dann gemeinsam mit dem Bus ins Hotel und dann vom Hotel mit dem Bus zum Spiel. Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für eure Fragen. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche auch wieder vor dem Heimspiel am 29.04. um 13 Uhr am Millerntor gegen Arminia Bielefeld. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.